Schönen guten Morgen zu unserer neuen Webinarreihe Dynamische Layouts. Heute der erste Teil. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Horst Huber, Geschäftsführer von Werk 2 und ich freue mich auf die nächsten 45 Minuten, die nicht ein Einkanal sind, sondern auch interaktive und auch Live-Elemente haben. Wie ich bereits gesagt habe, es ist eine komplette Webinarreihe aus vier Einzelwebinaren. Heute starten wir mit ein bisschen Theorie und Begriffsdefinition, also was ein Template ist, wie können wir Informationen aus dem Datenstrom klassifizieren. Wir werden über Tabellen sprechen und dann werden wir auch ein kleines Live-Beispiel uns angucken. Das ist so heute der Theorie-Block. Dann machen wir weiter mit einem Praxisbeispiel, wo wir uns das dann in der Praxis, in der Realität aussehen, wie man mit einem Template eine komplette Katalogstrecke publizieren kann. Die ersten beiden Webinarteile, da geht es um B2B-Kommunikation, also um Preislistenkataloge etc. Im dritten Webinar steigen wir dann in Retail und Promotions ein. Promotions sind für mich Dinge, wo in der B2B-Kommunikation mehr werblich publiziert wird und ja, mehr die Retail-Gedanken im Fokus stehen. Und last but not least, im vierten Webinar reden wir ein bisschen über Facettierung. Da geht es dann eigentlich wieder ein bisschen mehr Richtung B2B. Und da werden wir darüber sprechen, wie wir diesen Datenstrom in Navigationshierarchien automatisiert, regelbasierend übertragen können. Also ich hoffe, ein bunter Mix, aber heute zuerst mal trockene Theorie. Wenn wir von B2B reden, hier einige Beispiele, worüber wir sprechen, das sind alles Beispiele von Kunden. Das rechte Beispiel werden wir dann auch im zweiten Webinar uns dann live anschauen. Wie ich eingangs schon gesagt habe, es geht um, wir müssen es erstmal mit Begriffsdefinition starten und nämlich mit der Begriffsdefinition, ja, nicht was ist eine Dampfmaschine, sondern was ist ein Template. Und dann fangen wir mal ganz von vorne an. Wir haben natürlich als erstes in der PrintSuite-Welt das Musterdokument. In dem Musterdokument wird dann hinterlegt, wie eine linke, rechte Seite aussieht. Und natürlich der Kopf- und der Fußbereich wird definiert. Das ist so gesehen, wenn man Template sehr weit fasst, sicherlich der eine Aspekt, was in einer Art von Template definiert werden kann. Wie schon gesagt, in der PrintSuite wird das über die sogenannten Musterdokumente gehandelt. Und da es ja heute auch um dynamische Layouts, dynamische Templates geht, hier auch die Information. Auch die Musterdokumente kann man in der PrintSuite dynamisieren. Das sind, wenn man Template erfahren ist, kann man dort auch Nägel und Magnete setzen. Wird häufig eingesetzt, wenn man in den Publikationen verschiedene Höhen und Breiten hat und man nicht für jede Höhe Breite ein eigenes Musterdokument erstellen will, kann man das über Regeln auch definieren und dann im Printplanner wird dann einfach hinterlegt, mit welchem Dokumentformat man arbeiten möchte. Also so gesehen, das ist der erste Teil der Template-Definition, ist heute kein Fokus. Kommen wir zum zweiten Teil der Template-Definition. Und bei dem zweiten Teil geht es letztendlich um den Satzspiegel. Also wie groß ist der Satzspiegel und wie werden Elemente, mit Elementen meine ich Content in der Verbindung mit Content-Templates, mit Produkt-Templates, auf diesem Satzspiegel platziert. Diejenigen, die PrintSuite bereits kennen, wissen, dass das über die sogenannten Seitentemplates funktioniert und hinter den Seitentemplates kann man hinterlegen, einerseits, ob man da ein- oder mehrspaltige Layouts hat, man kann Abstände definieren oder man kann natürlich, wie hier auf der rechten Seite dargestellt, auch Grid-Layouts definieren. Diese Grid-Layouts werden dann spannend im dritten Webinar, wenn wir auch mehr über Retail sprechen.
Und auch diese Seitentemplate kann man dynamisieren. Das ist sicherlich ein sehr verstecktes Feature. Da gibt es ein API, wo man direkt Seitentemplates dynamisch erzeugen kann, ohne über den Umweg der Comet-Plugins in InDesign zu gehen, wo man dort typischerweise diese Seitentemplates definiert. Das ist der zweite Teil der Templates und jetzt kommen wir natürlich zum dritten und vor allem zu dem spannenden Bereich des Templates und darum geht es auch letztendlich heute, nämlich die Content Templates. Also die Templates, die definieren, wie Informationen, sagen wir mal Produktinformationen, auf einer Seite dargestellt werden sollen. Das ist, hier habe ich mal ein schönes Beispiel von unserem Kunden Winkhaus, wo man eigentlich sieht, wie dann die Produktinformation arrangiert wird. Da kommen wir nachher im Detail drauf. Und darum geht es eigentlich auch heute, wie viel Templates man für die Darstellung von Content braucht. So der klassische Database Publishing Weg ist, dass es da zig von Templates gibt mit verschiedenen Fallstrukturen und auch häufig, wo der Business User entscheidet, welches Template überhaupt angewendet werden soll. Und bei dem Ansatz der dynamischen Layouts geht es darum, diesen ganzen Prozess zu automatisieren, dass man also, wenn man jetzt provokant formuliert, wie im Titel des Webinars, mit einem generischen Template arbeitet und das generische Template entscheidet anhand von Kriterien, anhand von Daten, auch von anhand von statistischen Methoden, wie die Information auf der Katalogseite beispielsweise platziert wird. Um das ein bisschen zu beleuchten und zu verstehen, und das ist ganz wichtig, weil das auch eine wesentliche Änderung in der Philosophie der Produktdatenaufbereitung für den Printprozess verbindet. Ein wenig Theorie, keine Sorge, ich werde jetzt nicht alle Formeln erklären, nur die Hälfte und würde vorschlagen, lassen Sie uns mal anfangen, ein bisschen in die Theorie abzutauchen. Ich nehme nochmal das Winkhaus-Beispiel und gucken wir das uns jetzt mal im Detail an. Ich fange mal mit dem dunkelblauen Kasten an. Und das ist aus meiner Perspektive ein Navigationselement. Wenn man das Konzept überträgt auf eine Webseite, wäre das vielleicht ein großer Bereich oder eine Facette. Also das ist letztendlich eine Art von Gruppierung, dass wir sagen, naja, darunter finden wir bestimmte weitere vertiefende Informationen. Über die dynamische Erzeugung von solchen Navigationshierarchien verweise ich auf das vierte Webinar Facettierung. Aber nur mal der Vollständigkeit halber, das ist ein Navigationselement, das man schnell findet beim Durchblättern, dass man schnell findet, auf welchen Seiten man eigentlich mehr sich fokussieren soll. Zu dieser Navigationsinformation gibt es dann auch zusätzliche Informationen, die diese Navigationselement erläutern. Dann kommen wir zu einem sehr, sehr spannenden Aspekt und das ist nämlich die Identifikation. Der Unterschied zwischen Navigation und Identifikation ist, Navigation leitet mich als Leser durch, dass ich an die richtige Stelle komme. Identifikation bedeutet, dass ich entscheide, ob ich jetzt wirklich in dieses Detail eintauchen möchte, ob es das ist, nach dem ich suche. Ähnlich wie bei der Navigation gibt es bei der Identifikation natürlich erweiterte Informationen. Bestimmte textliche Attribute, die es dazu gibt, vielleicht erklärende Bilder. Und dann gibt es natürlich auch Identifikation nicht nur für Text, sondern auch für Bilddarstellung. Hier haben wir also ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ich identifiziere, ob dieser Bereich für mich der richtige ist, durch die Benennung von dem hellgrauen
Balken als auch ergänzend durch das Bild, um zu erkennen, jawohl, hier bin ich richtig, hier möchte ich mich mit weiteren Details beschäftigen. Diese technische Strichzeichnung ist dann aus der Perspektive ebenfalls eine Information zu diesem Bereich. Gucken wir uns ein bisschen die Tabelle an. Das ist jetzt eine klassische Artikeltabelle, wo die einzelnen Artikel, die es zu diesem Bereich gibt, als Zeilen dargestellt werden. Aber auch dieses Konzept der Information, der Unterscheidung zwischen Information und identifizierende Information haben wir auch bei der Tabelle. Klassischerweise die Artikelnummer und die Artikelbezeichnung. Das sind identifizierende Informationen und dann gibt es natürlich wiederum, genauso wie auf dem dunkelblauen Kasten, bei dem hellblauen Kasten gibt es natürlich auch für die einzelnen Artikelzeilen zusätzliche Informationen. Eine völlig andere Perspektive, wie wir Informationen darstellen, das wird dann natürlich für dieses generische Template ein entscheidender Aspekt sein. Aber zu diesem Punkt jetzt meine Frage an Nina. Gibt es hier Fragen? Nee, im Moment nicht, aber jeder kann gerne die Fragen rechts bei ihm im Chat schreiben. Ich warte mal einen Augenblick, weil das muss vielleicht noch ein bisschen verdaut werden. Nina, Fragen? Nee, im Moment nicht. Sieht so aus, als ob das für alle so trivial ist oder ich habe schon alle abgehangen. Das werden wir aber jetzt gleich feststellen. Weil es ist kein Zufall, dass hier im Hintergrund sechs tolle Print-Tassen, No More Copy-Paste-Tassen zu finden sind, weil jetzt machen wir einen kleinen interaktiven Teil, um zu schauen, ob das, was ich jetzt bis zu diesem Zeitpunkt dargestellt habe, auch so richtig angekommen ist. Und sechs Tassen, sechs Fragen. Und ich hoffe, sechs richtige Antworten. Fangen wir an und derjenige, der die Frage richtig beantwortet hat, als erstes oder wenn es mehr gleichzeitig sind, bekommt jeder so eine Tasse dann im Nachgang zugesandt. Ich picke nochmal ein anderes Beispiel raus und fange jetzt mal an, wo wir dann bei diesem konkreten Beispiel fragen, was es für eine Art von Information ist. So, Frage 1. Was ist das für eine Information? Navigation, mehrere schreiben Identifikation. Also, das ist super, weil beide Antworten sind richtig. Das hängt nämlich davon ab, wie dieser Kontext darstellt, ob es noch eine Navigationsinformation ist oder eine identifizierende Information. Das habe ich bewusst diesen Kontext weggelassen. Deswegen sind beide Antworten richtig. Für meine Didaktik habe ich jetzt, weil ich natürlich das ganze Kataloglayout sehe, ist das eine identifizierende Information, aber es könnte auch eine Navigationsinformation sein. Ich hoffe, Nina hat mitgeschnitten, wer es war. Ich bekomme ein Nicken aus der Regie. Klasse. So, jetzt haben, ich glaube, ich habe das schon verstanden, wie das hier läuft. Kommen wir zum zweiten. Da kommt Identifikation und Information. Richtig, ja. Das hängt jetzt natürlich sehr stark von dem Fachbezug ab. Wenn man den Katalog anschaut, ist es eine identifizierende Information, weil wenn man sich den Text oben anschaut, reicht diese Information höchstwahrscheinlich noch nicht für den üblichen Leser, um zu entscheiden, ob dieser Block jetzt das ist, was man sucht. Also in dem Fall identifizierende Information.
Wenn es da noch mal eine technische Zeichnung gäbe, eine Strichzeichnung oder ein Anwendungsbild oder eine Reihe von Anwendungsbildern, wären das dann typische Kandidaten für Informationselemente. Machen wir weiter. Eine Idee? Informations- und wieder Identifikation. Artikelnummern sind eindeutig Identifikation, auch diese, hier haben wir keine Bezeichnung, weil das ist eine klare identifizierende Information. Vielleicht weiß der Leser ja schon was mit seiner Artikelnummer, vielleicht hat er da schon eine Ahnung. Das ist klassischerweise eine identifizierende Information. Hier nicht, wenn wir an dieses Winkhaus-Beispiel denken, uns daran erinnern, war sowohl die Artikelnummer als auch diese Artikelbezeichnung, mit denen die Winkhaus-Kunden wahrscheinlich schon seit 40 Jahren schwanger gehen, wäre eine Artikelbezeichnung auch eine identifizierende Information. Tja, kommen wir zur nächsten Tasse. Genau richtig. Zusatzinformation zu dieser Gruppe. Information, die natürlich für alle Artikel, die in dieser Tabelle dargestellt werden, gleich sind. Das ist ein wesentliches Detail, auf das ich nachher nochmal zu sprechen komme. Ich glaube, jetzt geht es um die vorletzte Tasse. Exakt, genau richtig. Und ich kann nur sagen, die Tassen werden auch bei Familienfrühstücken sehr geschätzt. Also wenn Sie schon eine haben, man kann gerne auch mehrere haben. Freut sich die Familie. Ja, dann kommen wir zur letzten und auch sicherlich zur schwierigsten Frage oder auch eine einfache Frage. Ich bin sehr gespannt. Letzte Tasse. Alle einig, das ist die Information. Information, Preisangaben. Diese Person bekommt eine Tasse, weil das war eine, ich will nicht sagen eine Fangfrage, das ist nämlich etwas, was in meinem ersten Beispiel gefehlt hat, nämlich es geht nicht immer, es hängt natürlich von der Art der Publikation ab, aber in dem B2B-Bereich doch sehr typisch und sehr häufig um den Preis. Das ist natürlich eine ganz andere Art von Information, die natürlich auch eine andere Relevanz hat als reine Information. Deswegen genau super Preis. Das war ein bisschen schwer herauszufinden, aber wie das so ist, die letzte Frage ist ja immer die schwerste. Aber super, dass wir da so viele richtige Antworten haben, kommen jetzt hier weiter zu der Frage, warum das alles? Also warum wollen wir Informationen klassifizieren, ob es identifizierende ist, ob es Information ist oder ob es eine Preisinformation ist? Das ist eine sehr wesentliche Frage, wenn es nämlich darum geht, welche Datenqualität wir erwarten für so einen Ansatz. Wahrscheinlich haben die meisten Webinarteilnehmer schon Erfahrung gesammelt mit Automatisierung mit Printlayouts. Ob die gedruckt werden oder ob die digital als PDF dargestellt werden, ist das erstmal einerlei. Und wahrscheinlich alle, die damit Erfahrung gesammelt haben, hatten immer eine Herausforderung in den Daten. Ja, die Templates funktionieren, wenn die Daten eine bestimmte Qualität erreicht haben, wenn bestimmte vorbereitende Maßnahmen, meistens in dem PIM-System, durchgeführt worden sind. Häufig ein
ein Showstopper oder zumindest Verlangsamer für die Umsetzung von Automatisierung in diesem Bereich. Und deswegen ist es sehr wichtig, die Frage zu stellen, welche Qualität an Daten wir erwarten. Und das Gute ist, vielleicht haben viele erwartet, na, wenn wir nur ein Template haben, dann müssen wir ja viel mehr Information zur Verfügung stellen. Also es verlagert sich eigentlich nur die Arbeit in diese Datenvorbereitende, in diesen PIM-Prozess. Und dem ist nicht so. In unserem Ansatz brauchen wir, natürlich müssen wir den Medientyp wissen, ob das jetzt Bilder ist oder Textattribute. Und wir müssen wissen, welche Informationen zur Identifikation dienen und welche Informationen zur Information dienen. Möglicherweise diese Informationen nochmal kategorisiert. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass ich vorher bei dem Bild, als wir gesprochen haben, ist das identifizierend und eine Information, wo ich gesagt habe, na, das Bild ist identifizierend. Strichzeichnung, technische Detailzeichnung oder Anwendungsbilder wären dann Informationen. Das sind dann natürlich auch wiederum Elemente, wo man sagt, das will man kategorisieren, dass man weiß, na, was ist ein Anwendungsbild und was ist eine technische Zeichnung als Beispiel. Aber insgesamt brauchen wir nur die Information, was ist identifizierend, was ist Information und wir müssen natürlich, und das ist meistens die leichteste Übung, wir müssen wissen, welche Informationen irgendwas mit Preisen zu tun hat. Preise kann natürlich der einzelne Preis sein, das kann die Staffel sein, das kann die Rabattgruppe, ein Rabattcode sein, das kann die Mengen- oder Verpackungseinheit sein. Also da geht es natürlich nicht nur um einen simplen Preis. Also der Datenstream, den wir benötigen, ist eigentlich relativ simpel und wir sind der Meinung, und das ist auch bisher unsere Erfahrung in den Projekten, wo wir diese Methodik umsetzen, ist das eigentlich relativ leicht in dem vorbereitenden PIM oder ERP-System zu realisieren. Gucken wir uns noch ein bisschen auf die Verarbeitung des Datenstreams an. Ja, es gibt eine Verplanung, also irgendein Entscheidungsprozess, was kommt eigentlich überhaupt in die Publikation? Da werde ich nochmal in Webinarreihe 3, also im dritten Webinar einsteigen, aber sagen wir, wir wissen, was an Informationen in die Publikation, in das Kapitel kommt als Beispiel. Dann, wenn man sich an die dunkelblauen Kästen erinnern, also wir haben schon darüber gesprochen, Navigation, kann es natürlich sein, dass diese Navigation schon in dem Datenstrom enthalten ist oder ob wir über Regeln eine Hierarchisierung der Daten vornehmen müssen, sprich die Navigationsstrukturen bilden. Genau das ist das letzte Webinar, wenn es um Facettierung geht. Wir gehen zuerst mal in heute und im nächsten Webinar davon aus, dass wir diese Hierarchieinformation noch in dem Datenstream erhalten. Falls nicht, dann müssen wir die Hierarchisierung vorführen, wie ich schon gesagt habe, und dann wenden wir unser generisches Template an. Was ist ein generisches Template? Ich habe da jetzt ein sehr einfaches Beispiel eines generischen Templates genommen. Das war jetzt genau auch dieses Beispiel mit dieser Interaktivität. Wir haben Content, ein Bild-Content identifiziert. Möglicherweise hätten wir jetzt auch noch Informationen, Elemente vom Bildtyp hier aber nicht dargestellt. Dann haben wir einen identifizierenden Bereich mit dieser Headline. Dann haben wir diesen Informationsbereich, wo die Informationen gestellt werden, die für alle Artikel gleich sind. Und dann haben wir die Artikeltabelle. Über die Artikeltabelle müssen wir ein bisschen mehr im Detail reden. Und wer von Ihnen schon mal Erfahrung mit Tabellen hat, gibt es ja hunderte verschiedene Formen, wie man Artikel mit Preisen in Tabellen darstellt. Man kann sagen, naja, im Großen und Ganzen, es gibt Pivot- oder Matrix-Tabellen und wir haben Tabellen, wo wir letztendlich die Artikelnummern, also die identifizierenden Informationen, entweder praktisch in Spalten oder Zeilen darstellen. Also ganz grob. Und unser Ansatz,
den wir gerade in Projekten umsetzen, ist, dass Algorithmen entscheiden, wie die Tabelle dargestellt werden. Einerseits, ob wir eine normale Tabelle nehmen, ob wir eine Pivot-Tabelle sehen. Die Algorithmen entscheiden aber auch, wie praktisch die einzelnen Attribute, die Informationen dargestellt wird anhand von Regeln. Also von da an gesehen, man braucht gar nicht mehr zig von verschiedenen Tabellen-Templates, sondern man hat letztendlich so gesehen auch ein generisches für normale Darstellungen, für Pivot-Tabellen, alles andere wird festgelegt durch die Algorithmen. Klingt vielleicht ein bisschen komisch oder jetzt noch sehr, sehr abstrakt. Deswegen jetzt eine kleine Mini-Live-Demo, wie schon bereits gesagt. Die große Demo findet im nächsten Webinar statt. So, ich wollte gerade sagen, mal schauen, ob noch die Website live ist. Das war es natürlich nicht. Und ich glaube, ich muss noch Frage an Regie, man sieht den Webbrowser. Gut, prima. Gucken wir uns das einfach mal an. Für die, die die PrintSuite kennen, ist das jetzt keine große Überraschung. Das ist das Tool PrintPlanner, in dem Publikationen verwaltet werden und zusammengestellt werden. So, und jetzt gehe ich mal hier. Ich habe hierzu zwei Testfälle. Also ich simuliere diesen Datenstream und jetzt rendere ich einfach mal die Seite. Das dauert jetzt ein paar Sekunden und dann schauen wir mal an, wie diese Informationen dargestellt werden. Wir sind fertig. Hier sieht man, ich habe jetzt hier das Beispiel nur Tabellen, wie schon gesagt, das große Beispiel im nächsten Webinar. Und wir sehen hier, dass in der Tabellendarstellung zuerst mal wir mit Informationen anfangen. Dann haben wir einen Bereich mit identifizierenden Informationen. Hier haben wir bei diesem Kunden zwei identifizierende Informationen, Modellnummer und Artikelnummer. Und dann haben wir den Preis. Wenn es da jetzt Staffelpreise gäbe, würde das hier natürlich auch dargestellt werden. Und was man jetzt hier sieht, ist, dass es sogenannte Zwischenzeilen gibt, Zwischenüberschriften, nämlich Gewicht 12 Kilo und Farbe blau. Von da gesehen auch, dass dieser Algorithmus entscheidet aus Platzgründen auch, wie die Tabelle platzoptimiert am besten dargestellt werden kann. Ich simuliere das mal. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich das richtige Beispiel erwische. Das, was ich jetzt tue, ist eine Steuerungsinformation, die beim Seitenaufbau automatisch ermittelt wird. Man kann die aber auch nochmal explizit steuern. Und das ist nämlich die Angabe, dass man sagt, dass man vorgibt, wie viele Attribute sollen maximal gruppiert werden? Dass man sagt, naja, dass es nicht völlig unübersichtlich ist, wollen wir nur drei Attribute gruppieren. Wenn das dann trotzdem vom Platz nicht aufgeht, dann wechselt das System automatisch zu einer Pivotisierung. Dass wir das uns aber ein bisschen mal vorstellen können, ändere ich jetzt von 2 auf 3 als Maximales. Ich gehe jetzt hier zurück. Und baue die Seite nochmal auf. Lösche das Dokument von der Axen, baut er jetzt alles von vorne nochmal auf. Also hier so zwei, so gesehen zwei Gruppen.
Ich zoome mal ein bisschen rein. Und jetzt sieht man, dadurch, dass ich die Obergrenze hochgesetzt habe, dass ich gesagt habe, naja, aus ästhetischen Gründen oder aus Informationsgründen erlaube ich dem System nach drei Informationen zu gruppieren, haben wir jetzt natürlich neben dem Gewicht und der Farbe jetzt auch diesen Durchmesser. Und somit ist natürlich auch, gibt es weniger Spalten. Das sind also Steuerungsinformationen, die sowohl beim Algorithmus des Seitenaufbaus automatisch ermittelt werden können, oder man kann das auch als Steuerungsparameter hinterlegen, wenn man da nochmal als Business-Anwender Einfluss nehmen will auf die Darstellung der Tabelle. Auch die Entscheidung, ob jetzt so eine klassische Darstellungsform, wo die Artikel in Zeilen dargestellt werden oder eine Pivot-Tabelle, entscheidet das System automatisch. Man kann aber auch vorgeben, bitte pivotisiere auf jeden Fall. So, dann gehe ich zurück. Das war mal die ganz kurze Demo. Haben wir mal einen kleinen Einblick, wie diese Algorithmen funktionieren. Da will ich jetzt nicht so sehr im Detail eingehen, aber die Idee ist dahinter, dass man natürlich zuerst mal schaut, wie viel unterschiedliche Ausprägungen es zu einem Attribut gibt, und die Attribute, wo es nur eine Ausprägung gibt, also für alle Zeilen gleich ist, wandern eh automatisch in den Bereich, in den Informationsbereich der gemeinsamen Informationen. Und dort, wo wir Unterschiede haben, werden praktisch nach denjenigen gruppiert, die praktisch die wenigsten unterschiedlichen Ausprägungen haben. Also die Mindestanzahl ist 2. Und dann nach diesen Kriterien wird dann auch diese Zeilen gebildet. Also ein rein statistisches Verfahren. Man muss nicht im PIM-System irgendwie angeben, hey, nach den Kriterien möchte ich gruppieren. Das macht das System basierend auf einer möglichst komprimierten Artikeldarstellung automatisch. Dasselbe funktioniert nur ein bisschen vielschichtiger mit einer Pivot-Tabelle. Da gibt es nicht nur Zellenattribute, sondern praktisch Attribute, nach denen oben und unten pivotisiert werden muss und dann welche Attribute praktisch in die Zellen kommen, aber auch genauso über ein statistischen Verfahren und über einen Algorithmus, der hier beschrieben ist, gehe ich jetzt nicht im Detail ein. Was sehr spannend ist bei den Themen automatische Tabellendarstellung, dass es häufig so der Glaube ist, wenn ich das festlege in einem PIM-System oder in einem Ausgabesystem, wie sich diese Tabelle aufbauen soll, dass man da Platz sparen kann. Bei dem Kundenbeispiel, das wir im zweiten Webinar zeigen, stellen wir auch dar, dass der Algorithmus deutlich, deutlich bessere Ergebnisse erzielt, wie wenn es der Mensch festlegt. Wir waren da auch zusammen mit dem Kunden extrem überrascht, dass der Algorithmus durchgespielt, Beispiele, altes Kataloglayout, wie es früher gemacht worden ist, quasi per Hand und durch einen Algorithmus. Und in jedem Fall war der Algorithmus besser. Das war eine große Überraschung und von daher gesehen auch eine sehr, sehr gute Nachricht für dieses Verfahren, dass wir die Tabellen vollständig automatisch, so gesehen, mit einem generischen Template erzeugen. So, das ist so der erste Teil unseres Webinars. Wie schon gesagt, im zweiten Teil zeigen wir das alles komplett live, also nicht nur mit einer Tabelle, sondern mit einer Katalogstrecke und den Pivot-Tabellen, wie das dann entsprechend aussieht. Dann gehen wir auch ein bisschen mehr in die Details, vor allem für die Partner, die auch an diesem Webinar teilnehmen, wie das technisch umgesetzt worden ist. Und dann auch, wie ich es schon ein bisschen erwähnt habe, auch die Praxiserfahrung, wie es sich mit dem Platz verhält und mit der notwendigen Datenqualität. Dieses Webinar findet nach Ostern statt, am 28.04., wie immer um 11 Uhr.
Und wie immer, die letzten 10 Minuten für Fragen und Diskussionen übergebe ich an Nina für Fragen aus dem Auditorium. Also tatsächlich gibt es momentan keine Fragen, außer dass schon die Frage gestellt worden ist, ob im Nachgang die Aufzeichnung zugeschickt wird. Das ist der Fall. Dann, mit welcher Version wurde das Beispiel gezeigt? 419. Auch sonst. Nächste Frage. Wie viel Aufwand war es, den Algorithmus für die Tabellen zu entwickeln? Wir waren auch überrascht. Nicht mehr, wie wenn man eine normale Tabelle entwickelt hätte auf der Implementierungsseite. Wir haben natürlich ein paar schlaue Köpfe von Werk 2, haben da ihre Köpfe zusammengetan, den Algorithmus. Da haben wir ein bisschen diskutiert, aber wir sind da auch relativ schnell auf die Idee gekommen. Die Implementierung, wir waren sehr überrascht, war nicht aufwendiger wie bei einer komplexen Tabelle, wie wenn man sie klassisch implementieren würde. Aber ist jetzt halt jetzt generisch und wiederverwendbar. Ansonsten kam nur noch die Frage, alle, die die Tasse gewonnen haben, wurden informiert. Also wenn sie keine Nachricht von uns bekommen haben, dann waren sie leider einen Ticken zu langsam. Dann kommt noch eine sehr schöne Frage. Wann erscheint 4.2? Wie sieht die neue Benutzeroberfläche aus? Also das ist eine Gegenfrage, Nina. Kam das vom Partner oder von einem interessierten Kunden? Kannst du das so am Namen nicht identifizieren? Also die 4.2 wird im April released. Es findet für die Partner, die vielleicht auf unserer Partner-Update-Veranstaltung nicht teilnehmen konnten, jetzt finden die Partnerschulungen nach Ostern statt. Da gibt es eine komplette Woche für die Partner. Erste Webinare und Schulungen für die Kunden werden im Mai angeboten. Wir hatten davor noch zwei Fragen. Wie sieht die Datenanreicherung aus, um die Strukturen, Informationen, Hierarchien etc. einzubringen? Das ist eine sehr gute, das ist eine exzellente Frage, die ich im Webinar Teil 4, Achtung Teaser, beantworten werde. Das kann man einerseits über Regeln machen, über Facettierungsregeln oder natürlich in dem vorbereitenden System, also in dem PIM-System, in dem man die Klassifikationen, die Informationen klassifiziert oder auch in der Middleware von der PrintSuite, wo wir sagen, naja, wenn wir das ERP-System einbinden, dann holen wir uns dort die Artikelnummer, die brauchen wir eh zum Verlinken zum PIM-System und die Informationen, die wir aus dem ERP-System ziehen, sind ja eh Preisinformationen. Was sollten wir aus dem sonst nehmen? Also von da gesehen kann das auch implizit durch die Anbindung der Content-Systeme in unsere Middleware im Print-Publishing-Hub für die Techniker in der Konfiguration des Entitätenmodells stattfinden. Und noch die letzte Frage in der letzten Minute. Wie würden Sie vorgehen für ein Katalogkonzept, um das zu erstellen, softwareunabhängig? Fragezeichen. Ja, das ist erstmal eine sehr valide Frage. Natürlich, wir können unsere merkantilen Interessen nicht verbergen. Natürlich freuen wir uns auf der PrintSuite. Generell ist natürlich erstmal die Frage, welchen Weg Sie gehen. Ist es ein klassischer Database-Publishing-Weg? Egal mit welchem Tool, dann läuft das letztendlich wie folgt ab. Sie schauen an, welche Templates Sie brauchen. Sie gucken Ihre Datenquellen an, ob Sie die Informationen wiederfinden. Dann machen Sie eine sogenannte Gap-Analyse. Also haben Sie alle Daten, auch vor allem Steuerungsinformationen oder fehlen Daten? Das klingt banal, ist es aber in der Realität in keinster Weise, weil wenn man schon mal so anschaut, so kleine Detailsachen wie Icons, die technische Attribute darstellen, wenn man da dann eine simple Icon-Leiste haben will,
dann muss das natürlich in den Daten vorgegeben sein. Von daher gesehen, da liegt natürlich die Tücke im Detail. Diese Icon-Leiste wäre eine identifizierende Information am Rande. Also das wäre der klassische Weg, wenn und das zweite Verfahren ist, wenn man das mit diesen dynamischen Layouts ist, ist es ein gänzlich, und ich hoffe, das ist ein bisschen rübergekommen, die Fragestellung ändert sich, nämlich, dass man sagt, naja, wie bauen wir die Layouts auf? Ist Navigation, was ist Identifizieren, was ist Information? Wenn das ein historisch über Jahre hinweg ein historisch gewachsenes Layout ist, dann ist das auch nicht klar. Also das, als wir das Konzept eingeführt haben beim Kunden, haben wir es erstmal mit dem Kunden diskutiert. Was ist genau das, was wir bei der kleinen Übungsaufgabe gemacht haben? Da haben Sie auch gemerkt, dass Sie dass es da auch verschiedene Perspektiven geben kann. Und dann würde man, wenn man diesen generischen Template-Weg geht, praktisch die Daten unter diesem Aspekt betrachten. Frage damit beantwortet und gerne unser Angebot an den oder diejenige Person, dass wir das gerne mal auch bilateral Ihnen nochmal näher bringen und erklären, auch wenn Sie noch kein PrinceSuite-Kunde sind und auch wenn Sie noch nicht entschieden haben, die PrinceSuite zu kaufen. Machen wir gerne. Die Frage ist beantwortet und damit waren jetzt auch keine weiteren Fragen, sind keine weiteren Fragen reingekommen. Super. Dann bleibt mir nur, mich zu bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, für die Teilnahme, für das tolle, für die tolle Interaktivität und die Fragen. Und ich würde mich auf ein Wiedersehen freuen am 28.04. um 11 Uhr. Bis dahin, alles Gute.